zweiter Platz. Und der Schrittmacher, du gehst ja aus Oberhaus. Sprint los, du bist beim Niederländer. Er führt den Vizemeister seinen Sohn aus dem letzten Jahr Konstantin los, der aus Berlin in den Finale. Und Mannschaft 6, Dominik König, ein junger Bahnradsportler aus früheren Zeiten, hat sich dieses Jahr erstmals auf Dörne begeben, kommt vom Billungsdruck Mindleib aus dem Allgäu angereist. Zusammen mit seinem Partner Manuel Fortner, der eben für ein Allgäuer Gesicht fährt, vom RSC Kempten, ein gebürtiger Ansbacher aus Franken, der auch hier wieder für den Jugast ist. Ganz von dem Moritz Augenstein, ebenfalls RSC Kempten, mehrfacher deutscher Meister dieses Jahr in verschiedenen Bahndisziplinen. Er wird sicherlich mit Steffi auch für mehr überlegen, dass die Qualifikation am gestrigen Tag gewonnen. Und wenn die Dörlis dann so ein Bahn gibt, unser Schirmherrn Hubert Aiwanger, dem Wirtschaftsminister Bayern, den tätig wird. Herr Aiwanger ist bereit, die Pistole ist geladen. Start frei! Super! Das Ding ist es. Bitte. So, der Start ist erfolgt. Mannschaft 6 von letzter Position. Manuel Porzner und auch Dominik König sind auf der Vorwärtsbewegung. Sie möchten nicht hinten bleiben. Die Aufnahme ist erfolgt. Mannschaft 1 vor Mannschaft 3, Mannschaft 10, 2 und 5, alles für die richtige Reihenfolge und die 6 schießen sich dazwischen. Das Allgäuer Duo Dominik König vom Willow-Club Mittleim, zusammen mit Manuel Forstner vom RSC Kempten. An der Spitze der Titelfavorit, der letztjährige deutsche Meister, Moritz Augenstein aus Kempten, zusammen mit seinem Schrittmacher. Der Schrittmacher beginnt in der neuen Zeit, Christian Erdl aus Oberhaus. Und er nimmt die Pace auf, gefolgt von Peter Bäuerlein mit Vincent von Hof, Thomas Funk, der Kölner mit Louis Leider, Medaillengewinner bei den Weltmeisterschaften vergangene Woche in Glasgow. Er hat mit dem anderen die Bronzemedaille erreicht. An vierter Position, Mannschaft 2, Konstantin Lose, der letztjährige Vizemedaillengewinner, zusammen mit seinem Vater Sven Lose. Er fährt für den Berliner TSC. Sein Vater und er ist natürlich auch zu Hause in Chemnitz. Dort ist Sven Lose der Trainer, der Radamateur. Wir haben gestern schon zwei Sportler gehabt. Und dann sind zur Position die Mannschaft. Anders ist der Eismeister der Schneer- und Dörli-Piloten. Zusammen mit Lukas Liss, der 2023 wieder mit Radsport begonnen hat, nach langer Verletzungspause. Ehemalige Bahn-Nationalkaderfahrer, vielfache Medaillengewinner bei Welt- und Europameisterschaften, Weltcup-Fahrer. In der vierten Mannschaft auf der Bahn und auch im Feld zu rennen. Nach anfänglichen Taktieren, kurz Hektik am Start, hat sich jetzt ein bisschen Ruhe eingefunden. Sie fahren in einer Schlange hintereinander. Jeder versucht, möglichst viel Kraft zu sparen, sich in den Windschatten zu begeben. Vorne ist Kurs, dass sich am Zauber ist. Das sind viele Funktionen, möchte natürlich haben die Rennfahrer gesehen, alle mit Kühl, Akku und Schnitt, Heizplatz, Kühl, 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 K
dritter Platz, damals Hans Niederbäuerlein und Vincent von letzten Jahres an den Trikonummern der Schrittmacher. Die F3 waren damals schon dabei. Alle anderen Paarungen sind neu dazugekommen. Junge Sportler, die der Juniorenklasse wachsen sind oder eventuell noch im zweiten Juniorengang zu Hause sind. Etablierte Sportler, die Starkkraft, die Verletzung sind oder die Lukas-Bild nach langer Verletzung faul wieder zurück auf Rad und dann wieder mit Journey-Sport begonnen. Lukas ist sicherlich ein Fahrer, mit dem wir zu rechnen haben, ein ehemaliger Verfolgungskünstler, ein Fahrer, waren Könner in der einen Verfolgung, in der Mannschaftsverfolgung. Der zentrale Schüler im Bau hier am Start geht, der im Moment an unserer Position mit seinem Schrittmacher Christian Düssel aus Bielefeld. Mit Runden, mit Halbzeiten werden die Karten aufgedeckt und hier haben wir die ersten Karten, die aufgedeckt werden. Sind nicht nur Karten des Erfolgs, sondern es geht nach hinten von Novum Bäuerlein. Die werden nach hinten durchgereicht und jetzt schon am Punkt sieben. Das wird schwer, dann auch mal nach vorne zu kommen. Aber Gott, dort an der Spitze, unwiderstehlich, muss auch sein Christian Herz. Die wollen nichts anbrennen lassen. Dahinter Thomas Kunz aus Köln mit Louis Leiders, dem Juniorenfahrer, der in Glasgow die Bronzemedaille gewonnen hat. Und dahinter immer abgesichert, Frank Lohse mit seinem Sohn Konstantin Gorde. Ja, wir zeigen so bravourös dürfen das Rennen wieder, wie gestern auch, also Olivia Schoppe, die nicht so stark einsetzt, war immer in der Führungsspitze mit bleiben konnte. Und wir haben die ersten drei Fahrer vorne. Und ich habe nicht zu viel versprochen, Rufgras mit Ampuls und hier mit anderen Mitteln. Wir haben aufgepasst, wir haben sich aufgesteckt, wir sind mit dabei. Wir sind mit dabei und die fahren nach vorne. Sie schießen auf. Vier Mannschaften jetzt an der Spitze dahinter. Manuel Porsche mit großen Problemen hinter Dominik König. 2 Meter Abstand, das nutzt Fabrice Köppner, die Gruppe beizufahren. Die Position hat er leicht gewonnen. Und Manuel Porsche muss jetzt alles zu viel im Wind gefahren. Jetzt war der Fahrer, der auf diese Journey gefahren ist. Jetzt muss er dafür büßen. Und Vincent Pollung an letzter Stelle zurückgereicht. Für ihn sieht es nicht gut aus. Aber hier vorne abzuschließen, so das Ausgleichen ist dann ernst. Die Bahn souverän. Es gibt keinen Butler. Und auch hier, Sie haben hier das Lenkerhöhe. Thomas Fuchs geht nicht mit. Louis Leider sitzt gut auf dem Lenker. Er greift tiefer und er versucht, da zu Feld mitzugehen. Dahinter, Lenkerhöhe mit Konstantin Lohse, Christian Dippel mit Lukas Schmidt. Und hier schon etwas abgeplant, Fabrice Schäffler. Dominik König, Manuel Portner. So, erste Runde verläuft für Mannschaft 3. In der Feuerlein und Vincent Pollung mit dem ersten Rundenverlust. Das ist natürlich eine erste große Enttäuschung. Der Bronzemedaillengewinner aus dem letzten Jahr, heute nicht so stark und leider mit einem Rundenverlust. Eins auf die Zielgerade und schauen Sie in die Zielkurve, in die Startkurve. Mannschaft 1 fährt auf Mannschaft 10, fährt auf Mannschaft 2 und das bedeutet Rundenverlust auch für die 10 und die 2. Landesbeherrt für die Ausrichtung der deutschen Rallye-Meisterschaft.
bedanken. Ja, es ist gute und Art vom BDR, immer dieses erster, zweiter, dritter. Wir sind der Radsport und damit jeder weiß, warum das dieses Holz ist. Vor der letzten Weltmeisterschaft in Berlin ist die Fahrfläche von der Bahn einmal komplett erneuert worden und die gesamte Bahn hat der BDR gekauft, damit wir neben der eine deutsche Meisterschaft durchführt, dieses wundere, schöne Teil in Erinnerung behält. Und ich weiß ja, oder hab's gehört, dass Niederföhring auch mit dem Gedanken spielt, hier eine Holzbahn reinzubauen. Und ich versuche schon mal das erste Stück damit hier. Ja, holle. Herzlichen Glückwunsch und schönen Dank für die Ausrichtung. Alte Münchner liegt hier geworden. So, stellt euch nochmal zusammen und so vielleicht in die Mitte. Also gestern hat das gepasst mit den dreien. Wenn ihr euch alle